Liebe Enthusiasten von Campervans und Luxuslinern, wir sind hier auf dem Stand von Volkner. Und Volkner baut seit etwa 45 Jahren, Leo, du korrigierst mich, wenn ich falsch liege. Alles richtig bis jetzt. Baut seit etwa 45 Jahren super Luxusfahrzeuge, die mehr sind als reine Campingfahrzeuge. Campingfahrzeug passt überhaupt gar nicht. Ja. Es sind eher Begleitfahrzeuge für Luxusmaschinen, so wie wir sie hier im Hintergrund sehen. Leo ist die zweite Generation. Und Leo, stell dich doch mal ganz kurz vor. Erzähl mal so, wie es ist in der zweiten Generation, wenn man so eine Tradition im Rücken hat. Ja, also ich bin der Leo Volkner. Ich bin der Jüngste aus der Volkner-Familie. Seit ich geboren bin, bin ich eigentlich im Campingwohnmobil und fahre damit rum. Deswegen, ich kenne es nicht anders. Und ich finde, das ist eigentlich die beste Art zu reisen. Man hat alles, was man braucht und hat sein Spaßgerät mit dabei. Deswegen, ich liebe Camping. Ja, sehr gut, sehr gut. Jetzt hat natürlich nicht jeder mal eben kurz ein LaFerrari im Handgepäck. Gut, das stimmt. Ihr habt aber dafür gesorgt, dass zum Beispiel dieses Fahrzeug wirklich perfekt integriert wird. Ja. Zum Beispiel habt ihr hierfür, wenn ich das vorhin richtig mitbekommen habe, ein Patent. Ja. Das heißt, die Mittelgarage ist so das Markenzeichen von Volkner. Unter anderem, ja. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen mehr dazu. Also die Mittelgarage gibt es nur bei Volkner Mobilen, weil die, wie gesagt, patentiert ist. Und das ist jetzt das Maximum, was geht. Das ist der Performance S mit der sogenannten Hypercar-Garage. Also wirklich das Größte, was geht. Mehr geht es nicht. Und hier, da passen LaFerraris rein, Bugattis, also alles, wovon man träumen kann. Aber halt auch Mini Cooper und sowas. Das heißt, von den Ausmaßen her... Ja. Ich kann auf eine Länge von wie viel gehen? Sind das 5 Meter? Das sind 4,95 Meter, glaube ich. Also das weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall ist das wirklich das Maximum, was geht, solange wie der LaFerrari ist. Wie man da vorne auch schon sehen kann, keinen Kundenwunsch können wir nicht bedienen. Ja. Also am Anfang hatte der nicht gepasst. Dann haben wir uns was überlegt, haben da vorne eine kleine Aushebung gemacht, sodass auch dieses Auto passt. Ja. Und somit sind wir sehr flexibel, was Kundenwünsche angeht. Und versuchen immer unser Bestes, um alles zu erfüllen. Super. Das heißt, es sind viele kleine Details, die dazu führen, dass so eine Lösung überhaupt möglich ist. Ja. Unter anderem zum Beispiel das Hubsystem, was ich auch noch so mitbekommen habe. Was war das noch alles, was dazu führt, dass man so einen Supersportwagen noch transportieren kann? Aussparung haben wir gehört, Hubsystem. Ja. Was muss ich noch alles beachten? Was ist die besondere Herausforderung an der Stelle? Zu beachten ist auf jeden Fall, dass jedes Auto angepasst werden muss. Wie man jetzt zum Beispiel hier sieht, die Kufen, die sind jetzt noch nicht ganz genau auf das Auto angepasst. Das heißt, wenn man jetzt damit fahren würde, könnte der sich bewegen. Ja. Weil wir machen das eigentlich so komfortabel für den Kunden, wie es geht. Mhm. Das heißt, den mussten wir jetzt auf dem Weg hier, mussten wir den festzurren. Ja. Und normalerweise sind diese Kufen so reingemacht, dass man nichts machen muss. Man fährt ihn rein und dann steht er und man kann 1000 Kilometer fahren und ihn an seinen Wunschzielort bringen sozusagen. Ja, das heißt also genau hier drin ist die Mulde für das Rad und damit ist er hundertprozentig sicher verankert. Und auch hier die Aussparungen, die wir sehen, sind exakt angepasst an das Auto. Das heißt, auch da wird der letzte Zentimeter auch wirklich ausgenutzt. Ja, vor allem wenn jetzt zum Beispiel ein Auto reinkommt, was kleiner ist, passen wir uns dem auch an und machen zum Beispiel einen größeren Tank rein oder haben mehr Platz für eine weitere Heizung oder was sich halt anbietet. Ja. Die Breite von so einem Supersportwagen ist typischerweise ja auch recht beachtlich. Ja. Das heißt, da liege ich auch relativ schnell am letzten Grad, oder? Ja, deswegen ist das auch so die sogenannte Hypercar-Garage. Es gibt den normalen Performance S, da haben wir... Das kann man hier ganz sehen, ganz gut sehen. Auf der linken Seite kann man auch Fahrräder unterbringen. Ja. Das haben wir jetzt hier bei der Hypercar-Garage nicht, weil wir halt das Maximum am Platz rausholen wollen. Ja, rausholen müsst, die Fahrzeuge eben so enorm breit sind. Zwar super niedrig, aber auch extrem breit. Ja, das stimmt. Wie lang ist das Fahrzeug ungefähr? Die Komplettlänge? Ja. Die ist genau 12 Meter. 12 Meter, okay. Ja. Und wir haben hier eine ganz große Garage, die zufälligerweise auch nochmal über das Hypercar geht.
Das heißt, ja, die Markise hat auch noch mal eine Breite von den etwas von den 5 Metern. Ja. Ja. Und Ausfall geht dann wahrscheinlich auch so, dass das Fahrzeug komplett bedacht ist. Ja, das ist auch gut. Das ist uns halt im Laufe der Zeit aufgefallen, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt auf dem Campingplatz stehen, das Auto runterfahren, das Plateau draußen lassen, ja, und dann unsere Stühle da drauf stellen, dann darauf essen, darauf grillen. Es ist halt einfach schöner, als wenn man dann im Matsch sitzt oder im Gras. Natürlich, ja. Ja. Das ist halt alles so Features, die man bis ins Detail durchplanen muss. Ja. Sehr schön. Was gibt es denn noch, was ich von außen sehen kann bei eurem Performance S, was besonders auffällt? Wir können gerne einmal außen rum gehen. Ja, hier sehen wir das auf einer Länge von 10 Metern. 10 Metern. Der Rollout rauskommt, ja, mit einer Tiefe von einem 60 Zentimeter. Ja. Mhm. Das ist auch patentiert bei Volkner Mobil, ja, beziehungsweise die Technik, die dahinter steckt, weil es halt ein sehr kompakter Vorgang ist, ja, dass man über 10 Meter 60 Zentimeter rausfährt. Ja. Weil man muss auch bedenken, da ist ein ziemlicher Druck drauf. Während der Fahrt gibt es Bewegungen, Verschränkungen und das ist alles zu beachten. Ja. Und der Rollout insgesamt, ja, kommt in etwa auf ein Gewicht von 2 Tonnen. Ja, ungefähr. 2 Tonnen Gewicht alleine hier der Rollout. Das müssen die ganzen Gelenke, muss das alles aushalten. 2 Tonnen, die in Bewegung sind und, ja, bei voller Fahrt gestützt, abgefedert werden müssen. Das ist enorm, ja. Okay, da haben wir bei dem Performance S die Supersportwägen drin. Ja. Das heißt, auf der Fahrerseite kann ich hier kein Bike als zusätzliches Gepäckstück mit einbauen. Aber ja, in der Normalversion ist das auf jeden Fall möglich. Also in der Normalversion kann man da bis zu 2 Fahrräder einladen. Und, ja, hier, wenn man ein kleines Fahrrad hat, passt auch 1. Wenn nicht, ist da trotzdem noch ein guter Stauraum. Ja. Und rechts daneben sind die ganzen, ist zum Beispiel der Ausgang vom Abwassertank und sowas alles. Ja. Das heißt, da ist auch kein Stauraum. Ja, okay. Was haben wir hier alles noch drin? Hier ist rechts ist der AdBlue-Tank. Ja. Und links daneben, da kommen die Campingstühle rein. Und dann ist darüber eine Art Durchgang, wo man zum Beispiel Skier lagern kann oder. Okay, oder besonders sperrige Dinger. Ja, etwas längere Sachen. Ja. Und auf der anderen Seite ist auch noch, jetzt nicht bei diesem Modell, ist auch noch ein Grill. Einen Grill verbaut für. So dass ich einen Außengrill mal, ja, eben kurz rausziehen kann. Ja. Sehr schön. Ja, also Wünsche bleiben keine mehr offen, glaube ich. Ihr habt da alles integriert, was man integrieren kann. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein und schauen uns das Fahrzeug von innen an. Jetzt sind wir in unserem Volkner Performance S. Und Leo, erzähl uns doch mal, was ist das Ganze für ein Fahrzeug? Wir haben ein Chassis, ja, von Volvo Bussen. Und was steckt alles dahinter? Was steckt da drin? Also dahinter steckt eigentlich erstmal der Grundgedanke vor einigen Jahren von meinem Vater, war einen Brain-Piloten zu erfinden. Das ist dieses Schmuckstück. Mhm. Über das kann man alles Mögliche hier drin steuern. Zum Beispiel kann man sich den Füllstand der Tanks anschauen, die hier über der Technik, die Wasserpumpe, den Gerüstverschluss anwesend, abwesend. Die Beleuchtung kann man hier über an- und ausmachen, mhm, mal demonstrieren und sowas. Und das ist jetzt der Brain Pilot 4 und jetzt in einem weiteren Ausstellungsstück von uns ist das neue Modell vom Volkner UX gemacht. Das ist eigentlich ein Brain Pilot in viel besser. Also das ist schon eine künstliche Intelligenz, ja, über welche man alles steuern kann. Man kann übers Handy oder übers iPad kann man das Auto ausladen, kann man den Wallout rausfahren, kann man von zu Hause aus, wenn das Auto 20 Kilometer weg steht, die Heizung anmachen, wenn man nach Hause kommt und sowas alles. Also das ist ein intelligentes System, was auch selber entscheidet, zum Beispiel wenn eine Heizung ausfällt, geht die andere an. Und was auch sehr interessant für uns ist, wir können, wenn das Auto beim Kunden ist und es ist ein Problem, können wir ein Fehlerprotokoll auslesen und dadurch halt dann genau sehen, was das Problem ist und das dann direkt beheben. Das heißt, das Fahrzeug ist always online, hat eine eigene, ja, SIM-Karte, ja, und ich habe damit einen Smart Bus. Ja, das trifft es gut, ja. Ja, und den kann ich aus der Entfernung remote über die App, ja, kontrollieren. Interessant, das ist spannend, ja.
Ja, das ist so unser neuestes Projekt momentan. Ja, und damit kann ich dann eben zum Beispiel auch sicherstellen, dass das Wasser im Abwassertank von mir aus eben nicht gefriert, dass da eben die Temperatur immer safe im Nicht-Gefrierbereich liegt, auch wenn das Fahrzeug abgestellt ist und ich auch gar nicht drin sitze. Ja, und das entscheidet der Brainpilot für Sie dann. Ja, super. Und der Volvo, der jetzt im Chassis steckt, das ist was für ein Motor? Das ist ein 500 PS Motor, soweit ich weiß. Und das Besondere beim Volvo-Fahrgestell ist erstens, dass der Motor hinten ist. Ja. Das heißt, Sie haben während der Fahrt weniger, also eine geringere Geräuschkulisse und weniger Vibration. Also es ist einfach ein angenehmeres Fahren, wenn man sich auch vorstellt, wie ein LKW-Fahrer fährt und jetzt wie bei einer Personenbeförderung, wie zum Beispiel beim Bus, wo halt der Unterschied ist. Und deswegen haben wir uns für das Busfahrgestell entschieden und sind damit sehr zufrieden und haben auch eine gute Kundenrückmeldung. Sehr schön. Dann hier die Materialien, da musst du uns natürlich auch noch ein bisschen was erzählen, weil es ist auffällig. Natürlich ist es individuell, das auf jeden welche Fall, Materialien, welche Farben genommen werden. Und man sieht hier schon Alcantara, Leder etc. Erzähl doch mal, was ist alles möglich bei Volkner und wie wird es typischerweise gelöst? Also, wenn man als Kunde einen Wunsch hat, versuchen wir alles, um diesen Wunsch zu erfüllen, das ist natürlich klar. Ja. Und bis jetzt ist uns das auch immer sehr gut gelungen. Man kann, egal welches Leder man haben will, wenn man bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen, ist das kein Problem. Upsa. Jetzt hier haben wir zum Beispiel schönes Alcantara mit einer orangen Naht, passend zur Farbe und so. Ja. Und auch der Boden, wir haben schon zig verschiedene Hölzer verlegt und das finde ich auch das Besondere. Einfach jedes Volkner Mobil ist total anders und perfekt auf den Kunden angepasst. Die Hölzer, welche Hölzer verwendet ihr am häufigsten? Am häufigsten, das ist eine gute Frage. Mhm. Ich würde sagen, am häufigsten haben wir gar nicht, weil fast jedes anders ist. Ja. Wir haben jetzt eine Zeit lang an einer Serie ungefähr dreimal das gleiche Holz verkauft. Das war Nussbaum. Ja. Das war auch ein sehr schöner Ton und so das Ausgefallenste, was wir jemals hatten, war Makassarholz. Mhm. Das war das letzte Jahr, das Ausstellungsstück, das war ein dunkles Holz, was sehr, sehr teuer ist, weil es seit 500 Jahren verboten ist, abzuholzen. Mhm. Und dementsprechend war dann natürlich auch der Preis. Klar, das heißt, es ist ein konserviertes Altholz, ein fossiles Holz, was dann nochmal neu aufgearbeitet wird. Ja. Interessant, spannend, man lernt nie aus. Ja, das stimmt. Ich glaube, das Fahrzeug hat ein Gewicht von 18 Tonnen. Ja, ungefähr. Und da ist jetzt alles an Gewicht mit drin reingerechnet. Ja, und also Zuladung? Ja, das Fahrzeug an sich wiegt weniger, das wiegt ungefähr 16,5 Tonnen, glaube ich. Und dann hat er halt Zuladung bis 18 Tonnen, also er darf die 18 Tonnen nicht überschreiten. Verstehe. Okay, also dann inklusive zum Beispiel unser Supersportscar, der Ferrari da unten, plus Wasser, was wir jetzt mitführen möchten, etc. und Gepäck natürlich. Ja. Altes zusammen geht bis 18 Tonnen hoch. Okay, dann kannst du uns auch ein bisschen exemplarisch vielleicht das eine oder andere am Stauraum noch zeigen? Ja, klar, gerne. Also hier haben wir natürlich erstmal über dem Fahrerplatz, also etwas kleinere Stauräume. Ja. Wir haben hier ein Pushlock-System, was sehr schön ist, weil man hat halt eine komplette Front von Holz und keine Pushlocks dazwischen. Ja. Und hier bei dem Auto ist auch noch sehr besonders, dass es einen anderen Aufbau hat. Im Gegensatz, weil normalerweise gibt es hier eine Rundcouch mit einem Tisch. Ja. Und hier ist halt, das ist auch einzigartig und das wollte der Kunde so und deswegen war es halt möglich, es so umzusetzen mit der Bar zum Beispiel oder der Fischeranlage, der Musikanlage. Ja. Deswegen, also die Musikanlage, die läuft auch hier vorne und hier habe ich dann nochmal eine getrennte Steuerung und kann Dolby Surround mir alles hier ansehen. Das ist im ganzen Auto verteilt, die Anlage. Wahnsinn. Dann auch mit Mehrkanal, also dass ich vorne zum Beispiel Schlager hören kann, in der Mitte schaue ich mir einen Film an in drei mit 7.0 Dolby Surround und hinten im Schlafzimmer habe ich dann Kuschelmusik. Ja, wäre möglich. Wäre möglich, ja. Ja, mit der also hier sieht man natürlich auch das Push-Out, nennt ihr das, was natürlich wahnsinnig viel Platz schafft.
Heißt im Umkehrschluss, in dem Moment, wo ich auf Fahrt gehe und das Ganze dann wieder reingeholt wird, bin ich bei der Breite ungefähr hier. Also das hier ist dann die Innenwand, wenn das hier reingekommen ist. Ja, ungefähr. Also auf dieser Linie. Ich sehe es nur hier an den Anschlüssen. Also man kommt noch durch, natürlich jetzt, man kann nicht breit hier durchgehen, aber man kommt überall ans Fahrzeug dran, dass man auch während der Fahrt zum Beispiel mal an den Kühlschrank kann oder an gewisse Sachen. Also es ist schon möglich, es ist nicht ganz komfortabel, aber es geht. Ja, und hier weiß ich schon, was drin steckt. Ja, kann ich gerne einmal zeigen. Und das will natürlich unser Zuschauer gerne mal anschauen. Also hier haben wir gesehen, Leo hat uns gerade den Fernseher hochgefahren. Und jetzt wird natürlich das Kinoerlebnis perfekt. Und wir ahnen, was der Besitzer gerne hier macht, nämlich sich tolle Filme anschauen. Auf jeden Fall, vor allem mit dieser Musikanlage. Genau, genau. Super. Hier habe ich ganz normalen Stauraum oder verbirgt sich hier auch noch das eine oder andere Schätzchen? Bis auf einen WLAN-Router und das Übliche, was man so im Wohnzimmer hat, eigentlich nicht viel. Mhm. Sonst wenn nicht, wir haben halt alles, was Steuerung angeht, über Heizung, über Klimaanlage, über die Anlage, haben wir alles davon auf dem Brain-Piloten. Ja. Und somit haben wir halt wenig zu bedienen hier. Mhm. Dann sehen wir eine riesige Bar. Und kommt mal mit, das wollen wir doch sehen. Also hier die Barhocker sind natürlich super. Das heißt, während hier der eine oder andere seine Kochkünste austobt und alles hat an Kochluxus, den man haben muss, können sich die anderen hier schon mal hinsetzen. Man kann sich hier ein Gläschen holen und einen Rotwein einschenken und ganz gemütlich die Bar wirklich genießen. Es hat so viel Platz, so viel Raum, dass das richtig Spaß machen wird, gehe ich davon aus. Ja, erzähl uns doch ein bisschen hier auch über die Küche. Also bei der Küche ist zu beachten, dass es halt normale Haushaltsgeräte sind, wie zum Beispiel Induktionskochfeld oder die Spülmaschine. Ja. Oder ein normaler großer Kühlschrank, wie man ihn von zu Hause kennt. Also hier ist, also wir legen halt viel Wert, dass man den ganzen Luxus, den man zu Hause hat, auch in seinem Wohnmobil hat. Mhm. Wie zum Beispiel einen ordentlichen Kühlschrank, einen ordentlichen Backofen oder einen Weinkühler jetzt in dem Fall. Ja, hier haben wir den Weinkühler, der auch sehr, sehr hübsch ausschaut. Und hier kann ich das Ganze auch rausziehen. Da sind jetzt mehrere Flaschen, ich mache es mal hier. Und dann ist das Ganze auch noch viel praktikabler. Wir haben eine perfekte Temperatur, das spüre ich. Ja. Die ist schon eingestellt. Und hier drin verbirgt sich was? Kann ich gerne auch mal zeigen. Mhm. Das ist unser sogenannter Küchenschrank, wo man jetzt alles Mögliche drin haben. Gewürze, Tee, was halt so anliegt. Und hier haben wir auch noch zum Trennen um das Bad abzutrennen, die Türen. Damit man, falls es nötig ist, ein bisschen Privatsphäre bekommt. Ja. Und ja, das war's eigentlich mit der Küche. Ja, dann kommen wir einfach mal ein bisschen weiter hier ins Badezimmer. Und auch hier sind wir natürlich, dadurch, dass wir die ganze Länge hier verbreitert haben, haben wir auch enorm viel Platz. Wir haben die Möglichkeit, von hier aus auf die Dachterrasse zu gehen. Da gehen wir auch noch kurz hoch. Ja. Und wir haben ein großes, ordentliches WC, eine tolle Dusche, eine richtige Duschwanne. Und gegenüberliegend ein großer Spiegel. Wir haben auch von der Innenseite, wenn ich das Ganze abtrenne, einen großen Spiegel. Hier Badutensilien, die überall reinpassen. Und gibt es hier noch spezielle Dinge, die du uns vorstellen kannst? Spezielle Dinge an sich nicht. Ich kann euch noch gerne mal den Platz in so einem Stauraum zeigen. Ah, richtig schön. Also natürlich, da hat man die ganze Tiefe. Ja. Also wir waren öfters zu viert oder auch zu sechst in so Autos unterwegs. Und wir hatten nie Probleme. Ja. Also 2 Wochen mit allen möglichen Anziehsachen und wir hatten immer noch mehr Platz. Mhm. Und ein Detail, schaut mal hier hin. Ihr seht, hier sind Aussparungen und hier auf der gegenüberliegenden Seite ist das Ganze fixiert. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass der ganze Bereich hier zusammengeschoben wird. Und in dem Moment, wenn ich den Push-Out hier die 60 cm wieder reinhole, wandert es hier rüber. Also müssen alle Teile, die hier angeschlagen sind, da verschwinden.
Genauso das Ganze hier drüben. Alles, was beweglich ist, muss hier verschwinden. Ja. Und das gesichert, sodass eben bei voller Fahrt nie was passiert. Und das über die nächsten 40 Jahre, die klassische Lebensdauer von so einem großen Bus. Dann, ja, hier im Schlafzimmer haben wir noch einen Fernseher, den ich auch gerne mal zeigen kann. Mhm. Hier, das ist auch nochmal ein Unterschied zu den anderen Fahrzeugen. Die meisten haben auf der rechten Seite auch noch ein Fenster. Ja. Und, und das gibt es hier halt nicht. Und auch hier habe ich eine Dolby Surround-Anlage. Das heißt also, hier kann ich genauso auch richtig multimedia-mäßig loslegen und meinen vollen Spaß haben. Und wenn ich nicht Fernsehen gucken möchte, dann zapp, habe ich eine riesen Aussicht, ein riesiges Fenster. Ja. Und wir haben natürlich ein tolles großes Bett mit einer Breite von 1,60 Meter. 1,80 Meter ungefähr. 1,80 Meter. Ja, mal 2 Meter. Gut, das kommt hier natürlich ein bisschen enger zusammen, aber es ist schon ein gut großes Bett. Und hier kann ich mir vorstellen, kommen wir tatsächlich, wenn das Ganze wieder zusammengefahren wird, mit der Seite direkt an die Wand ran, weil da sind wir genau bei den 60 Zentimetern. Und hier drunter ist natürlich auch noch mal ein großer Stauraum. Ja. Lass uns hier in den Klappen. Ah, richtige Bettkästen. Ja. Und dann kann man, wenn es nötig ist, das auch noch elektronisch hochfahren und dann ist dahinter auch noch mal ein Stauraum. Und jetzt sind wir auf der Dachterrasse. Ist das nicht cool? Wir sehen hier auf der einen Seite unsere Stromversorgung, damit wir auch ein bisschen autark aktiv sein können. Wir sehen, dass wir eine riesen Satellitenschüssel haben und wir haben einfach eine tolle Aussicht. Ja, jetzt sind wir natürlich hier in der Messehalle und nicht in der freien Natur. Aber stellen wir uns doch mal vor, wir sind hier auf einem großen Gelände wie zum Beispiel im Nürburgring. Das heißt an der Rennstrecke und dann will ich natürlich auch gerne um mich blicken. Und dann ist es toll, wenn man so eine Aussicht genießen kann und dann wirklich über die ganze Rennstrecke alles beobachten kann von so einem gehobenen Standpunkt aus. Also ganz großes Kino. Und hier auch noch kurz den Blick gewendet zur Seite. Da haben wir auf dem Foto festgehalten, wie der Bugatti Chiron hier bei einem Fahrzeug letztes Jahr wahrscheinlich. Auf der Messe, ja, das vorletztes Jahr. Vorletztes Jahr, wie er hier reingeräumt wird. Also ganz großes Kino. Und hier auf der linken Seite 1997, da haben wir eins von den Modellen, die eben vor knapp 25 Jahren auf die Straße gebracht wurden. Ja, das war jetzt einer der ersten Volkmobile. Und das ist jetzt, das war das erste, das war jetzt einer der neuesten. Und dann, dass die Zukunft auch abgesichert ist. Ja. Und dass wir noch einiges zu erwarten haben. Dass du und deine Geschwister, dass ihr da auch noch voll loslegen können. Auch nicht, also zu beachten ist hier noch auf der Dachterrasse einmal, dass wir hier Solar haben, dass wir halt keine Einbuße von der Stromversorgung haben während der Fahrt. Ja. Oder auch wenn man steht und mal nicht auf die Dachterrasse möchte. Mhm. Wir sind auf welcher Höhe hier insgesamt? Jetzt sind wir ungefähr auf 4 Meter Höhe. Ja, das heißt, unsere Füße sind auf etwa 4 Meter Höhe. Ja. Und das Gestell, was passiert damit während der Fahrt? Das wird eingeklappt. Und zwar, das ist eine Sache von ungefähr 1,5 Minuten, wenn man es ein paar Mal gemacht hat. Ja. Da müssen nur die beiden Schrauben gelöst werden und die beiden da hinten. Ja. Dann werden die so eingeklappt und die beiden mit den Solarplatten nach innen. Und dann hat man auch die volle Solarleistung. Ja. Trotz der Dachterrasse. Und dann bin ich gut 15 cm höher, was jetzt bei einer Höhe von 4 Meter nicht wirklich was ausmacht. Ja. Gut, 4,10 Meter, 4,15 Meter ungefähr dann an Höhe inklusive Gestell. Aber wie ihr seht, das rentiert sich. Das macht richtig Spaß hier. Sehr schön. Dann würde ich sagen, schauen wir runter. Ich hoffe, euch hat die Reise richtig Spaß gemacht hier mit dem Volkner Performance Line, mit dem Leo, der zweiten Generation, der Zukunft von Volkner. Uns hat es auf jeden Fall auch richtig Spaß gemacht. Vielen Dank, mir auch. Und wir hoffen noch viel von euch zu sehen und wir werden die nächsten Messen garantiert auch wieder vorbeikommen und uns die tollen Fahrzeuge anschauen. Wir haben schon gehört, es gibt ungefähr einen Vorlauf von 2 Jahren, also von
hier ist meine Wunschliste, dies, das, jenes will ich alles haben. Alleine der Prozess, wie lange ich aussuchen muss, was ich da alles mit dabei haben will, welche Materialien ich verwenden will, alleine das braucht, weil wir haben gesehen, dass alles individuell gestaltet werden kann. Ungefähr 2 Jahre sind wir dann in der Produktion. Ja. Und mit welchen Kosten müssen wir denn ungefähr rechnen? Also das kommt natürlich ganz auf die individuelle Ausstattung an und was man für Wünsche hat. Klar. Aber so, also ich kann jetzt nur sagen, bei dem Reisemobil liegen wir ungefähr bei 2 Millionen. Das liegt zu einem an der Hypercar-Garage, die ist sehr aufwendig zu bauen, weil man halt generell schon das meiste am Platz rausholt. Da muss man noch ein Stück mehr rausholen. Ja. Und es halt durch die ganzen Umbauten innen drin nochmal ein bisschen aufwendiger ist. 2 Millionen und 14.000 oder was war das? 2 Millionen und 11.000. 2 Millionen und 11.000. Ja, aber wer das Geld hat für einen LaFerrari, für den sind dann die 2 Millionen und 11.000 zusätzlich zur individuellen fahrbaren Garage von dem LaFerrari vermutlich auch nicht mehr das große Geld. Ja, nee, und da mit der Nutzwert von eurem Fahrzeug ist vielleicht höher. Das mag aber derjenige anders bewerten, der selber einen Ferrari fährt. Und wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht, dir das Fahrzeug vorzustellen und von dir vorgestellt zu bekommen. Und hinterlasst uns doch einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, dann kriegt ihr regelmäßig die Infos. Glocke nicht vergessen, dann kriegt ihr die auch übermorgen noch. Viele Grüße hier vom Caravan Salon. Ciao. Tschüss.